Hallo miteinander, immer noch der 18. November, ein Montag 2013 um 15:54 Uhr ist es gleich. Fassen wir es eine Haube. Bingo. Jo, wir gehen ein kleines laues Lüftchen. Wen wundert's? Nicht, nicht. Wenn man Sat24 verfolgt hat, heute mal seit dem Vormittag, konnte man zusehen bis jetzt, wie sich die Nebel, diese dichte kriechende Nebeldecke zurückzog in die Mitte und auflöste. Ich hoffe, ihr hört mich, dass der Wind nicht ins Mikro zu stark reinpfeift. Und dieses gleiche Verhalten kann ich jetzt schon zweimal mit diesem Nebel auflösen. Ich habe auch gesehen, wie der Nebel entstanden ist über Sat und etc. Also Fakt ist, das war wie eine Art Schneekanone, Windmaschine. Jetzt habe ich gesehen zum zweiten, dritten Mal, wie sich der Nebel auflöst. Es ist wie ein sich in sich zurückziehen, zusammenziehen und dann spurlos puff, verschwinden. Das hat mit Chemie was zu tun, darauf nagle ich die ganze Sache jetzt mal fest. All die Weil es eine Art Fingerabdruck gibt, unter dem Mikroskop sichtbar, wenn man die Luftfeuchtigkeit oben kondensierte Luftfeuchtigkeit oder halt feine Dispersionströpfchen dieses Nebels festnagelt und dann trocknet und sich dann anschaut, kann man ganz genau sehen und vergleichen, sage ich mal, darum sage ich auch Fingerabdruck, des A zur ersten Nebelbildung, das war vor 7 bis 10 Tagen im Zeitraum, eingeläutet bei mir hier durch einen Eurofighter-Spielchen, Kampf gegen Geister irgendwie, so wie er sich benommen hat. Luftkampfübung allein macht meistens selten Spaß. Das kenne ich aus meiner Army-Zeit her, weil ich aus der Ecke komme. Jo, was der da oben getrieben hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall fing die Nacht darauf danach die erste Nebelfront an, die sich 2 Tage hielt. Dann konnte man eine andere Chemie feststellen am Mikroskop, wo sich der Nebel dann auflöste für 2, 3 Tage. Dann kam, sage ich mal, an dem Montag letzte Woche diese extrem scharfe Luft, die auch aus Dresden bestätigt worden ist, wo sich dann sichtbar halt auch auf Sat24 via Satellit der Nebel auflöste. Genau das gleiche Verhalten haben wir jetzt. Ebenfalls heute an Montag dieselbe scharfe Luft, giftig hoch 3. Und der Nebel löst sich eh auf. Und das unter dem Mikroskop zeigen sich im Prinzip die gleichen Fingerabdrücke wie vor einer Woche bei dieser scharfen Luft. Und ebenso ein ganz anderer Fingerabdruck, als der Nebel bestand. Sprich, was der Nebel an sich preisgab von der Chemie her, war auch völlig anders. War aber ähnlich vergleichbar mit dem Nebel von jetzt gegenüber dem vor einer Woche. Ja, so viel kann man dazu sagen. Also man kann das schon vergleichen, wenn man dann kriminalistisch davor geht, sage ich mal, in die Richtung, anders kann man sich mal bezeichnen, kriminalistischer Spürsinn. Gibt es noch einen Fachausdruck dafür. Jo, das ist Fakt, also Chemie spielt hier eine große Rolle. Darum habe ich auch gesagt gehabt, das Wetter passt sich der Jahreszeit an. Team Drill Fallout, der Bericht, das hat, wie ich dann drin erklärt habe, mit einer Art Software-Update zu tun. Das ist hier nicht viel anders. Fakt ist auch, dass seit letzten Montag, wo es erstmal diese scharfe Luft da war, um den Nebel aufzulösen, hier die Leute partout krank werden. Was ich heute Morgen erwähnte, mit den Augen drum und dran, Augengrippe, auf Deutsch gesagt, was im Januar schon mal losgebrochen war. Das hat eine Inkubationszeit von 5 bis 8 Tagen, bevor es dann ausbricht, wenn es denn Adenoviren sind. Und das passt mit dem Zeitraum Montag zusammen letzte Woche. Unter anderem, was ich hier höre, überall aus den Ortschaften, dass die Leute krank wären. Heute beim Arzt gewesen mit dieser Augenproblematik vom Kind, ein 9-jähriges. Jawohl, es ist entweder virulent oder bakterielle Ursache. Bronchien sind auch stark befallen, also richtig fast bis zur Lunge runter. Die Lungenspitzen sagen schon Hallo. So hat der Arzt gesagt, der ist richtig krank. Das hätten von allen Ecken.
Atemwegsprobleme ohne Ende seit dem Montag, steigende Anzahl rapide, ungewöhnlich. Hinzu kommt dann sozusagen Hochkommata Magen-Darm-Grippe. Das heißt, Magenprobleme, Schmerzen, Krämpfe, Scheißerei, wie auch immer. Was man auch viel hört, ist, da ja die Hunde viel draußen sind, selbst abgerichtete Jagdhunde, die plötzlich, ja, heute komischerweise, und auch letzte Woche habe ich bedingt gehört, aber heute sehr stark, selbst mein Hund hier auf dem Balkon gekotzt, nichts gefressen, im Linksatburg noch gut, hat natürlich den Scheiß geleckt mit der feuchten Luft. Braucht man nicht diskutieren, Chemie ist Chemie. Andere Hunde scheißen in die Wohnung oder pissen in die Wohnung, was sie noch nie gemacht haben. Das habe ich jetzt auch vermehrt schon gehört. Von Katzen mit kaputten, drehenden Augen braucht man nicht diskutieren. Jo. Also wer hier noch immer davon spricht, dass es natürliches Herbstwetter bedingt ist oder natürliche Jahreszeit bedingt ist, dass man krank wird, vergesst es. Wie gesagt, wer den Willen aufbringt und Prioritäten setzt und sich selbst mal ein Mikroskop nimmt und das gleiche macht wie ich zum Beispiel, auch wenn es nur ansatzweise ist, kann das vergleichen, kann das feststellen. Und dann soll mir ehrlich gesagt niemand mehr kommen. Wir sind Verschwörungstheoretiker, beweist es. Macht selbst, bewegt euren Arsch. Ich mache sie sozusagen ehrenamtlich, ich kriege kein Geld davon, ich verdiene kein Geld. Ich komme mit Achenkach über die Runden, aber ich tue es. So viel dazu. Euch einen schönen, unbeschwerten Tag. Und wenn ihr krank seid, geht zum Arzt. Der wird schon wissen, was euch fehlt oder was ihr braucht, wo ihr Geld verdient. Ernsthaft. So, südliche Spielwiese noch ein Zusatz, ehe ich es wieder vergesse. Nochmal zur Erklärung zu dieser seltsamen, scharfen Luft. Viele von euch werden verschnupft gewesen sein. Irgendwann mal und kennt das mit dem Inhalieren. Viele von euch oder einige von euch kennen bestimmt noch das bekannte Spirol. Das gab es in der Ex-DDR früher, gibt es auch heute noch zu kaufen. Ich habe es ausprobiert, das ist wirklich super, das Zeug. Wenn man das in kochendes Wasser reinmacht, Handtuch drüber, Kopf drunter und dann atmet, ist es verdammt scharf mit dem mentholartigen Spirolgeruch. Jetzt müsst ihr euch mal diesen Spirolgeruch wegdenken und diese scharfe Luft einatmen. Genauso ist es hier gewesen, was ich mit dieser scharfen Luft meine. Was letzte Woche Montag und Mittwoch da gewesen ist, Montag extrem, Mittwoch halb, heute wieder so extrem. Fakt ist auch, dass einige gasförmige Substanzen, sage ich mal, schwerer sind als Luft. Die setzen sich runter Richtung Boden. Da ich eine Garage habe mit Holztor, Schiebetor, wo ich das Zeug drinnen sammeln kann und das auch tut, ist es manchmal wirklich extrem, wenn ich dann früh runtergehe. Das habe ich 2012 schon mal gehabt, da konnte man wirklich nicht atmen drinnen. Das war so, als wenn du wirklich erstickst, wenn dein Brustkorb platzen tut. Das habe ich auch im Wald teilweise gehabt, habe ich auch darüber berichtet. Erstickungsgefahr kurz vor einem Gewitter, das war auch 2012. Ja, das gibt es halt, dass solche Gase sich absetzen, sich sammeln, dann so eine speziellen Wolken hat. Und wenn man da reingeht, fehlt der Sauerstoff. Ist Ende, da kannst du atmen, du erstickst förmlich beim Atmen. Das ist das eine dazu mit dieser scharfen Luft. Dann, ich wollte noch was sagen, verdammt nochmal, hab ich vergessen. Zum Fingerabdruck von diesem Nebel jetzt zum Beispiel, was ich jetzt vom Freitag auf Samstag, vom Samstag auf Sonntag drin hatte, in den Nachtproben. Da hat sich scheinbar Siliziumnitrit angesammelt gehabt. Das heißt, ist ein wesentlicher Bestandteil davon gewesen, was auch auffällig war vom Samstag auf Sonntag, war Braunstein, Magnesiumvieroxid. Das war definitiv gewesen in Verbindung mit Siliziumnitrit. Fragt mich nicht, welche Komposition das am Ende werden sollte oder gewesen ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das Zeug definitiv vorhanden. Brauchen wir nicht diskutieren. Ja, was jetzt drin ist, schaue ich mal. Ich habe die Probe von der Dachter nicht angeschaut. Mit diesen Dispersionssprühnebeltröpfchen, die heute Morgen runterkamen beim Rundgang, bin ich mal gespannt. Das wollte ich bloß noch mal erwähnt haben. Zur Erklärung, zum besseren Verständnis für die,
die sich nicht so sehr mit der Materie befassen. Was man noch sagen kann ist, wenn man die letzten Wetterberichte mal gelesen hat im Internet, wie bei Tier Online zum Beispiel oder die anderen, dann sollte einem natürlich aufgefallen sein, die letzte Zeit, wie oft diese Meteorologen das Wort ungewöhnlich benutzt haben. Da sollten eigentlich bei einigen dann, wenn es mehrfach vorkommt, die letzten Gehirnwindungen klingeln und sagen, hoppla, was ist jetzt los? Also wie gesagt, das Wort ungewöhnlich, ungewöhnlich warm, ungewöhnlich kalt oder ungewöhnlich viel Regen ist sehr oft vorgekommen in den letzten 2-3 Wochen. Hätte man mal drauf achten sollen. Und wenn man bedenkt, was ich ja hier gezeigt habe, was wir euch hier dargelegt haben, kann man eigentlich nur noch spekulieren nach dem Motto, scheinbar haben die Leute selber keine richtige Ahnung davon. Oder es werden vermehrt Schauspieler angeheuert, die das Wetter nach Vorgaben so gut wie möglich verkaufen, damit es auch jeder Standardzuschauer für wahre Münze nimmt, sage ich es mal so, dass alles normal und natürlich ist und die Leute zum Teil, zum Großteil selber keine Ahnung haben von dem, was wirklich vor sich geht. Es gibt ein paar Ausnahmen, das ist Fakt, nur die werden den Teufel tun, auch das zu sagen, was sie wissen, weil dann ist ihr Job weg. So viel zum paramilitärischen Kreis der Meteorologen. Ich sage das nicht umsonst, das ist gesetzlich festgeschrieben. Man sollte sich mit den NATO-Statuten befassen, dann sollte man das auch wissen, dass die meteorologischen Stationen in der Regel paramilitärisch einzuordnen sind und daran gebunden. Jo, so viel dazu. Und jetzt mache ich Feierabend. Und das meine ich so ernsthaft. Nee, 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 nee.